Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Ich freue mich, dass ihr dabei seid! Und heute machen wir diese wunderschöne kleine Weihnachtswichtelverpackung. Und ich zeige es euch mal von nahem. Das Tolle an dieser Verpackung ist, dass die Karte quasi schon integriert ist. Ich mache es jetzt hier mal auf. Und dann seht ihr, habt ihr hier einmal die Karte, wo ihr noch schön was draufschreiben könnt. Und hier ist der Bereich, wo wir jetzt gleich ein Geschenk reinpacken. Und zwar sind es diese wunderschönen Geschenkbänder. Die passen hier super rein und können somit total schön verpackt verschenkt werden. Einer von euch bekommt es übrigens, denn die Verpackung bekommt jemand, der bei der Weihnachtswichtelkartenaktion mitgemacht hat. Am Sonntag zeige ich euch aber trotzdem eine passende Karte dazu. Die seht ihr am Ende vom Video, dass man das auch noch separat mit einer Karte verschenken kann. Und wir starten jetzt. Wir machen ein kleines bisschen anderes Farbkonzept als hier. Ich fand es so schön mit dem Rot und dem Grün. Allerdings ist es mit einem älteren Designerpapier. Und ich möchte euch jetzt einfach eins mit einem aktuellen Designerpapier zeigen. Und wir gehen ins dunklere Farbkonzept, also eher ins Bläuliche. Und basteln die Elfen einfach mal ein bisschen anders, dass man die auch anders anmalen kann und nicht immer rot-grün. An Papiermaterial halte ich euch die Bestellnummern jetzt mal wieder ins Bild. Ich habe einmal das Designerpapier im schönsten Glanz, dann den Farbkarton Pfauengrün und Farbkarton in Vanille pur verwendet. Wenn ihr die Bestellnummern braucht, könnt ihr einfach Pause klicken und die abschreiben. Und an den Maßen braucht ihr einmal den Farbkarton im Pfauengrün mit dem Maß 29,1 x 20,6 cm. Dann habe ich zwei Stück Vanille pur mit dem Maß 16,5 x 8 cm und ein Designerpapier mit dem Maß 16 x 7,5 cm. Außerdem habe ich schon ein bisschen Restpapier in Vanille pur gestempelt und koloriert und ich habe mir ausgestanzt diese Bordüre, die finde ich sehr, sehr schön. Wenn ihr die auch habt, könnt ihr die auch ausstanzen. Die habe ich gemacht mit dem Stanzformen Kunsthandwerk. Das ist die Bestellnummer dazu. Und was ich noch verwendet habe, sind die bestickten Rechtecke. Das machen wir gleich zusammen, dass wir uns da was ausstanzen. Und zwar ist das hier vorne, wenn ihr das seht im Hintergrund, ist es auch noch so schön ausgestanzt. Und hier ist eben die Bordüre. Und dann braucht ihr noch ein Band. Das habe ich noch nicht hergelegt, das hole ich noch schnell. Ich habe mir jetzt einfach ein Band in Aquamarin genommen. Ihr schaut einfach, was ihr zu Hause habt. Da brauchen wir dann auch noch ein Stück. Okay, und dann geht es jetzt schon mal los. So ihr Lieben, dann fange ich jetzt mal an mit dem Papierschneider und mit dem Pfauengrün und werde das Ganze jetzt mal falzen. Dazu lege ich mir mein Papier so ein, dass die lange Seite oben anliegt. Also das ist jetzt die Seite mit den 29,1 cm, die liegen jetzt hier oben an. Und als erstes falze ich das Ganze bei 8,5 cm. Und bei mir ist es so mit dem neuen Papierfalzer, mit dem neuen Papierschneidegerät, dass ich da öfter falzen muss. Ich weiß nicht, wie das dann bei euch ist, aber er macht schöne, feine Falzlinien. Dann falze ich das nächste bei 10,3. Dann bei 18,8. Und bei 20,6. Ich lege mir das immer hier an und dann falze ich mit der helleren Klinge. Dann sieht das Ganze so aus. Ich hoffe, ihr erkennt es. Also, man sieht es ganz leicht. Hier sind zwei Falzlinien nebeneinander und hier sind zwei Falzlinien nebeneinander. Und dann lege ich mir noch die Seite mit den 20,6 cm oben an. Das ist diese Seite. Und falze nochmal bei 1,8 cm. Das mache ich jetzt auf. Das kann man jetzt mal prüfen mit dem neuen Papierschneider, ob das da super funktioniert. Wenn wir es so rum einlegen. Also bei 1,8 cm hier. Hier hat er ja so weitere Auflageflächen und ich habe auch noch nicht so viel gearbeitet damit. Schauen. Und dann noch bei 18,8 cm. Aber da lässt sich das ganz gut da oben auch anlegen. Ich glaube, ich werde es trotzdem anders schon machen, weil ich es halt so gewohnt bin. Aber ihr habt jetzt hier den gleichen Abstand einfach nochmal zwei Falzlinien gefalzt.
Okay, dann kann der Papierschneider erstmal weg. Und ich habe euch da so eine kleine Schnittvorlage gemacht oder so eine kleine, dass man das ein bisschen besser sieht, was man jetzt alles wegschneiden muss. Ich glaube, das kommt bei dem Papier ein bisschen besser rüber. Also wir haben jetzt hier unten diese beiden längeren Falzlinien und diese kleine Ecke hier oben. Das muss alles weggeschnitten werden, und zwar auf beiden Seiten. Das mache ich jetzt gleich mal. Und eben auf der Nebenseite, auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir ja hier nochmal diese kleinen Ecken. Seht ihr das? Ich muss nur gucken, dass das ganze Papier bei euch zu sehen ist. Und die schneide ich mir einfach nur schön an der Falzlinie hier ein. Jetzt zeige ich das auch gleich nochmal nach. Also hier einfach diese beiden Linien nur einschneiden. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich lege es euch mal nochmal quer ins Bild. Also ihr habt hier unten ein bisschen schmaleren Bereich zusammen mit den beiden Falzlinien hier. Und dann habt ihr hier die etwas größeren Falzlinien und hier diese kleinen Ecken. Das sind eben unsere Klebelaschen und die haben wir nur so eingeschnitten hier. So seht ihr es nochmal ein bisschen besser vielleicht. Wobei das auf dem Grünen auch nicht so gut rauskommt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann falze ich mir einfach alle Falzlinien einmal schön nach. Und immer so, dass die Bergfalz, also die mit dieser Wölbung, die man jetzt ganz schlecht sieht in der Kamera, diese Wulst quasi, die wir uns da reingefalzt haben, die kommt immer nach innen. Und jetzt kleben wir uns die Box eigentlich auch gleich zusammen. Und ich lege es euch jetzt mal so rein, damit ihr das ganze Papier seht und zeige euch, wo ihr den Kleber drauf machen müsst. Ich nehme dafür einfach das Abreißklebeband und klebe mir erstmal hier auf meine äußersten beiden Seiten einen Klebestreifen auf. Ihr könnt ihn ruhig schön an den Rand oben hinsetzen. Ich mache auch gleich zwei, weil dann hebt es wirklich schön. Es hebt sowieso auch mit einem, aber dann ist es ein bisschen schicker. Hier habe ich jetzt leider ein bisschen schief geklebt, da lasse ich es jetzt mal bei einem. Und dann klappe ich mir noch diese kleinen Öhrchen hier ein und mache auf die Innenseite auch noch mal ein Stückchen Klebeband. Einfach nur so. Genau. Ja, und dann kann man die Box schon zusammenbauen. Also ihr seht, die Box geht wirklich schnell. Ich nehme jetzt mal die Klebeflächen ab. Da ist immer nur so eine Folie drauf auf dem Abreißklebeband. Das muss runter. Wenn es denn mag. Ja, geht eigentlich ganz gut. Okay, und dann klebe ich mir das Ganze so zusammen, dass ich jetzt diese kleinen Öhrchen auf diese untere Klebelasche klebe. Und da ein bisschen gucken, dass ihr schön gerade seid. Und die obere Klebelasche kommt an die andere Klebelasche, die auch noch keinen Kleber hat. Eine Klebelasche nach der anderen. So. Und jetzt kommen diese beiden äußeren Klebelaschen, wo wir innen den Kleber drauf gemacht haben, noch über diese anderen Klebelaschen drüber. Also ein sehr klebelaschenreiches Video. So. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und schon ist unsere Box fertig. Vom Grundaufbau ist die jetzt fertig. Das heißt, hier kann das Geschenk rein. Ihr könnt da zum Beispiel auch super eine Krawatte oder sowas verschenken. Das kann ja auch für einen Mann sein. Oder da passt auf jeden Fall ganz cool was rein, das nicht zu hoch ist, aber schön flach ist. Und Socken können wir auch ganz schön verschenken. Da hat man mal einen richtig tollen Geschenkumschlag für einfach nur Socken. Genau, und das könnt ihr eben so ganz schön befüllen. Und jetzt gehen wir ein bisschen ans Dekorieren. Und fürs Dekorieren habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich auf die Rückseite von einem meiner beiden Papiere schon mal ein bisschen aufgestempelt. Ich verwende heute dieses wunderschöne Stempelset, den Weihnachtself. Ich finde den total süß. Hier unten ist die Bestellnummer. Und da habe ich mir einfach diesen Weihnachtself rausgenommen und diesen Weihnachtself und hier den Weihnachtself und die Sterne. Und was ich jetzt vergessen habe, ist, dass ich die Verpackung ja außen auch ein bisschen gestempelt habe.
Sollte ich eigentlich vorher machen, aber man kann es auch nachträglich machen. Das machen wir auch gleich noch zusammen. Also ihr könnt es natürlich auch vorher schon bestempeln. Aber es geht, wie gesagt, nachträglich. Da habe ich es auch nachträglich gemacht. Aber wenn ihr das Video anschaut, dann könnt ihr euch das ja gleich so planen, dass ihr das, bevor ihr das zusammenklebt, schon mal stempelt. Okay, also ich habe mir den jetzt schon mal hier aufgestempelt. Auch den Weihnachtsgruß habe ich aufgestempelt. Und wir stempeln jetzt mal die anderen Sachen auf. Das ist einmal dieser sitzende Weihnachtself. Diesen habe ich, wie gesagt, schon aufgestempelt, koloriert und ausgeschnitten, dass es ein bisschen schneller geht. Den muss man mit der Hand ausschneiden. Und dann braucht man noch die Sterne und den Spruch. Der ist auch total schön, der da in dem Set ist. Zum Weihnachtsfeste wünsche ich vom Besten nur das Beste, so wie, das ist doch klar, ein gesundes neues Jahr. Schön, oder? Ich finde das total schön, das Stempelset. Ich setze mir jetzt die Stempel mal auf Stempelblöcke. Wenn ich so einen Spruchstempel habe, dann orientiere ich mich eigentlich immer ein bisschen an meinen Linien auf meiner Arbeitsunterlage, dass der einigermaßen gerade schon mal auf dem Stempelblock drauf ist. Dann wird das gerade Stempeln manchmal ein bisschen leichter. Und dann habe ich noch die kleinen Sternchen. Und dann stemple ich jetzt erstmal meine Innenkarte hier ein bisschen. Dafür nehme ich jetzt von den Farben einmal die Osterglocke für die Sternchen. Wobei, ich zeige euch jetzt mal schnell die Karte, die wir nächstes Mal dazu basteln. Die ist eben auch in den beiden Farbtönen. Und hier habe ich blaue Sterne gestempelt. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Ich glaube, wir bleiben bei faungrünen Stempeln. Dann nehme ich eben faungrün als Stempel. Und die Memento-Stempeltinte für die Ränder außenrum. Und dann kolorieren wir uns das Ganze auch noch aus. Und bei so großen Stempeln mache ich es einfach so, dass ich den Stempel in der Hand halte und damit auf meinen Stempel gehe. Und wenn ich kleinere Motive habe, dann gehe ich immer mit dem Stempel in das Stempelkissen. Das mache ich eben. Ich meine, das kann man machen, wie man möchte, aber das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache so. Und der kommt jetzt mal hier so rechts unten auf unser Papier. Der Spruch ist auch in Memento mit Schwarz. Hier nur darauf achten, dass er richtig rum ist. Passt. Und dann haben wir eben noch die kleinen Sternchen, die ich jetzt hier mit Faungrün mache. Und dann nehme ich mir noch eine Unterlage, dass ich ein bisschen über den Rand gehen kann. Ein Schmierpapier. Und die drehe ich immer so ein bisschen, wenn ich die aufstempel. Also nicht alle gleich, sondern so ein bisschen drehen das Stempel, den Stempel dann ein bisschen und dann so nach und nach aufstempeln. Genau. Soweit, so gut. Das passt schon mal. Und wenn wir jetzt den Stempel schon mal da haben, dann nehmen wir uns auch gleich noch unsere Box und stempeln die auch noch mit den Sternchen. Und dazu lege ich mir jetzt einfach mein Stempelkissen hier unten rein, so ein bisschen eine Auflagefläche habe. Ein bisschen zu hoch. Hoffentlich wird es was. Also das ist jetzt blöd, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Aber was hilft's? Wir sind ja jetzt ganz mutig. Ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich zeige es euch mal, Entschuldigung, jetzt bin ich an die Kamera hingekommen. Ich zeige es euch mal von nah. Ja, es passt eigentlich ganz gut, gell? Glück gehabt. Aber leichter tut man sich, wenn man das vorher macht. Okay, dann können die Stempelfarben weg. Ich räume ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt werde ich das Ganze kolorieren. Und zwar seht ihr jetzt hier, wie ich das gemacht habe, in diesen Farbtönen. Also ich habe hier mit Olivgrün und Chili-Rot gearbeitet und ein bisschen Aquamarin, die Strumpfhose und Braun. Und hier vorne habe ich das so gestaltet und jetzt im Video machen wir das Ganze eben ein bisschen mit Blautönen und das mache ich alles mit den Blends.
Und zwar nehme ich jetzt hier einfach verschiedene Farben. Alles, was ich so da habe, verwende ich jetzt dafür. Und da lasse ich euch Musik laufen, dass ihr das ein bisschen verfolgen könnt. Und es wird dann in diese Richtung gehen. Also so wird das Ganze dann ausschauen. Und genau, da male ich jetzt einfach ein bisschen und nehme euch mit. Mein Elf kriegt auf jeden Fall blonde Haare. Und ja, der Rest sammelt sich aus dem zusammen, was ich so an Farben da habe. Und die Blends, die sind ja ganz besonders dafür geeignet, dass man da so schöne Übergänge machen kann. Und ich zoome da jetzt mal ein bisschen hin. Ich male jetzt diesem Elf die Haare aus hier. Und fange jetzt da mit der helleren Farbe an, dass ich mir die so ziemlich großflächig aufbringe. Dann nehme ich mir die dunklere Farbe und gehe mir jetzt hier nur an den Rändern entlang. An den Spitzen und dann nehme ich nochmal die hellere Farbe und verblende es so ein bisschen. Dann hat man da so richtig schöne Übergänge. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal nochmal mit der Mütze. Dann nehme ich jetzt die Farben Aquamarin und Bermuda-Blau. Also wie gesagt, ich nehme da einfach, was ich habe und gehe jetzt erstmal mit dem Aquamarin hier so flächig drüber. Dann nehme ich die dunklere Farbe. Genommen. Ich nehme dann mal lieber diese weiche Spitze, finde ich, kann man das ein bisschen besser verlaufen lassen. Und dann gehe ich eben nochmal mit der hellen Farbe so drüber, gerade an den Übergängen, damit sich das einfach so ein bisschen schön vermischt. Und dann seht ihr das eigentlich ganz schön, habt ihr hier so richtig schön den Farbverlauf. Und so arbeite ich mich jetzt einfach durch das ganze Projekt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich fertig mit Kolorieren und ich habe benutzt als Hautfarbe das Blütenrosa in Dunkel und für die Schuhe habe ich noch benutzt Bronze und Elfenbein, so als Aufheller und quasi, genau. Und was ich jetzt noch gemacht habe, also bei diesen bin ich jetzt mit dem Wink of Stella nochmal drüber gegangen, das machen wir bei dem auch gleich, aber vorher stanzen wir uns das Teilchen noch aus, damit es dann nicht der ganze Glitzer an meiner Stanzmaschine ist. Und was ich noch sagen wollte, genau, ihr müsst auf jeden Fall diese Alkoholmarke, also die Blends, immer sehr gut zumachen, dass die ja nicht austrocknen können. Achtet da einfach drauf, wenn ihr die habt und benutzt, dass ihr die immer ganz gut zumacht, bevor das ihr wieder verräumt. So, genau, dann geht es jetzt schon ans Stanzen und dazu lege ich einfach meine Form. Also das ist das Rechteck, das so gerade um diesen ganzen süßen Elf da rumgeht. Ich glaube, das ist die vier- oder fünftgrößte. Und die passt wirklich da sehr gut außenrum. Da ist dann noch die Zipfelmütze oben drauf und unten das Geschenk, der Rand auch noch ein bisschen. Und genau so lege ich mir das jetzt in die Big Shot und kurbel mir das einmal durch. Gut festhalten, dass es nicht verrutscht. Upsala. Dann kann ich mir das rausnehmen. Falls ihr euch wundert, also dieses große Papier ist dann nachher die Mattung von unserer Verpackung, also dieses da hinten. Und das sieht man das dann natürlich nicht, dass da was rausgestanzt ist. Also so könnt ihr ein bisschen papiersparend arbeiten. Und was ich noch benutze, ist die Stanze Etikett, klassisches Etikett. Das ist die mit diesen Ecken am Ende. Und das passt perfekt für unseren Weihnachtsgruß. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken, den stanze ich jetzt so aus, dass ich den Text sehr weit nach links mache. Also so, finde ich, passt der wirklich schön da außen rum. Und hier rechts lasse ich nur ein bisschen Platz und stanze mir den auch gleich mit aus. Und dann können wir schon ans Zusammenkleben gehen von unseren ganzen Sachen. Und das Band, das brauchen wir auch gleich. Das habe ich jetzt relativ großzügig abgeschnitten. Ich glaube, es sind fast 50 cm, wo ich das abgeschnitten habe, damit ich dann nachher eine schöne Schleife binden kann. Also das lege ich mir jetzt auch gleich mal hin, dass ich es nicht vergesse. Und ich zoome euch noch ein kleines bisschen weiter raus. Falsche Richtung. So, dass ihr das trotzdem alles gut seht, aber genau. Ich fange jetzt gleich mal an mit der Bordüre, die ich mir ja vorher schon ausgestanzt habe. Die ist übrigens auch aus Aquamarin ausgestanzt. Und die klebe ich mir jetzt als allererstes mal auf mit dem ganz dünnen Klebeband. Also ich nehme da immer ein ganz dünnes, das hat nur 3 mm. Das kann ich euch in der Infobox verlinken. Wenn ich so ganz dünne Sachen brauche, finde ich das einfach total super. Und das klebe ich mir jetzt mal hier an die Seite auf.
Seht ihr das? Also das ist jetzt ganz dünn hier am Rand. Ist auch doppelseitig. Und dann muss ich mir sowieso noch schauen, wie hoch mein Etikett ist, weil das ist ein bisschen zu lang eigentlich. Also ihr seht es hier, da habe ich es einfach noch rund abgeschnitten. Ich glaube, es fällt gar niemand auf, aber das müssen wir hier natürlich machen. Also da gucke ich jetzt, wo es so von der Form passt und da schneide ich mir das jetzt hier einfach noch so rund ab, dass es einfach ein bisschen kürzer ist. Wäre auch ganz sinnvoll, wenn man das Klebeband erst einmal anklebt, aber gut. Und dann nehme ich mir jetzt diese Folie, die da auf dem Klebeband ist, einmal ab und klebe mir das Ganze jetzt hier auf meine Rückseite von meinem Etikett mit dem kleinen Wichtel auf. Bei mir schaut jetzt hier oben und hier unten ein kleines bisschen Kleber raus, das schneide ich jetzt einfach mal weg. Das sind wirklich nur ganz kleine Feinheiten, die man einfach noch ganz gut beseitigen kann. Okay. Und dann kleben wir jetzt mal das Designerpapier auf unsere Mattung auf, sozusagen. Und da mache ich jetzt den Kleber hier drauf. Weil ich hier so eine große Fläche habe, nicht, dass ich da dann alles... Wobei, eigentlich könnte ich es auch gleich... Ich mache es anders. Ich klebe meine Mattung als erstes hier drauf und dann kann ich das komplett voller Klebeband machen, Kleber machen und dann da drauf kleben. Also mit Flüssigkleber arbeite ich da jetzt. So. Und das setze ich mir jetzt so auf meine Karte, auf meine Verpackungsbasis im Prinzip. Und da kommt jetzt mein Designerpapier drauf. Da könnt ihr natürlich aussuchen, welche Seite ihr oben haben möchtet. Ich möchte jetzt kein Kupfer mehr mit reinbringen von der Farbe, sondern ich bleibe bei diesem Pfauengrün und Vanille pur. Und klebe mir das jetzt hier noch drüber. Dann nehme ich mir nochmal das Abreißklebeband und klebe mir jetzt auf die Rückseite von meinem, ich sage jetzt mal mein Elfenetikett, so in die Mitte ungefähr einen Klebestreifen. Und da außenrum verteile ich mir jetzt Dimensionals, das sind diese Abstandsklebepads. Da bringen wir nämlich gleich unser Band noch auf, dass wir das ja nicht vergessen, dass das nachher auch einen Halt hat und nicht einfach wegfliegt, wenn man das Paket dann auspackt. So, dazu muss ich auch hier die Folie nochmal wegmachen. Okay. Und jetzt nehme ich mein Band und muss mir das nochmal hinhalten. Also auf der Seite muss ein bisschen was rausschauen, so. Und klebe mir das jetzt so auf, dass ich schon noch ein bisschen Platz habe auf der einen Seite. Aber wenn ich nachher dann die Schleife binde, möchte ich hier schon noch ein bisschen was haben an Länge, wo ich dann eine schöne Schleife machen kann. Und dann können wir das einfach aufsetzen auf unsere Karte und ich habe das eigentlich relativ mittig gemacht. Ich sage immer Karte, es ist ja eigentlich eine Verpackung. Auf unsere Verpackung kleben wir das auf. So. Und die sieht doch schon ganz süß aus, oder? Oh, das sieht richtig toll aus. Ich finde, das Papier ist auch so schön. Das kommt auch bei euch sehr gut an. Ich weiß schon. Ich arbeite jetzt auch nur noch mit Resten, weil ich keins bestellen kann, gerade im Moment. Also ich habe alle meine Reste wirklich akribisch aufgehalten und geschaut, wo ich nur was machen kann damit, weil ja, weil es einfach so schön ist. Und dann können wir auf die Innendeko rein, zur Innendeko übergehen. Da mache ich jetzt auch wieder Flüssigkleber hinten drauf. Also ich habe das Papier eben auch nur einmal bestellt und wollte es jetzt nochmal bestellen und ging ja nicht mehr. Immer wieder mal mehr, mal weniger. Ja, und deswegen arbeite ich jetzt meine ganzen Reste auf. Klebe es hier schön auf. Und auf meinen kleinen Elfen hier an der Seite klebe ich auch noch ein bisschen Abstandsklebepads unten rein, zwei Stück. Und den Gruß, den klebe ich einfach mit Flüssigkleber ein bisschen hier an. Der kommt dann noch auf diese Seite. Thank you.
süß, oder? Also die Elfen, die sind einfach total toll. Also wer möchte, könnte jetzt noch mit kleinen Glitzersteinen oder so arbeiten. Wir haben ja diese ganz kleinen, ich zeige euch die mal auf dieser Karte. Also das wäre die passende Karte dann dafür, die wir nächstes Mal basteln. Da sind ja diese ganz kleinen Glitzersteinchen drauf, diese kleinen Sternchen und so. Die könnte man jetzt hier noch ganz schön verteilen. Oder wir lassen es jetzt einfach so. Ich finde es so auch sehr, sehr schön. Es ist auch ein bisschen schlichter. Also es ist natürlich auch einiges los, aber nicht so viel. Das Designerpapier macht es natürlich auch sehr lebendig, aber finde es total hübsch so. Und dann können wir es verpacken und können hier eine schöne Schleife binden und können es so dann schön verschenken. Ja, ich finde es wirklich schön. Ich mache mal ein Schlussbild. Ich bin total angetan von dieser Box. Ich finde die einfach total, total süß und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Ich mache jetzt keine Schleifchen rein. Das mache ich dann nachher gleich. Und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch das Video, das ihr dann am Sonntag seht. Das ist dann diese Karte hier. Die ist jetzt auch mit den Sternen gemacht. Aber innen ist natürlich auch wieder der Wichtel vertreten. Und man könnte das auch ganz gut kombinieren, dass man das zusammen als Geschenkset quasi als Karte und als Verpackung schenkt und hat dann hier noch entweder Platz für Grüße oder man macht die Grüße natürlich in die Karte rein. Da muss man hier auch gar nichts mehr draufschreiben. Dann hat man hier einfach eine schöne Verpackung und eine separate Karte dazu. So ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, euch gefällt die Verpackung genauso gut wie mir. Ich finde es toll, dass man das in einem kombinieren kann oder eben auch zwei verschiedene Teile machen kann. Eine Karte und die Packung, Verpackung dazu. Und dass die dann aber auch so schön bestempelt ist und dass es einfach so schön passt. Und ich finde einfach die Elfen so süß und hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!